Heute eröffnen wir hier gemeinsam eine Ausstellung von Arbeiten auf Papier mit dem Titel Bilder zur Natur, gemalt als Aquarell, als Mischtechnik und eines auch in Öl. In traumsicherer Dialogarbeit fängt Karl-Heinz Köhler den Klang des Raumes auch in seinen Aquarellen ein. Nie hat er aufgehört, welche zu malen, besonders auf Reisen sind sie entstanden. Hier hängend sind der Gardasee, eine Landschaft in Franken, das Bleckeder Moor, Saale- und Unstrutlandschaften, Elbeläufe, Hiddensee und Teutschental als seine Heimat direkt betitelt. Beim Bildaufbau durchbricht er Horizontlinien. Das originale Weiß des Papiers ist Gestaltungselement und strukturiert den Inhalt. In der Freifläche ist ebensolche Intensität wie in der Farbkomposition. Karl-Heinz Köhlers Aquarelle sind duftig, lebendig, frisch und erzeugen eine Oase der Ruhe, Freude und Entspanntheit, aber auch der Nachdenklichkeit. Es ist also keineswegs eine Art der Entspanntheit, die lediglich aus Schön resultiert. Das wäre viel zu wenig. Er hält am klassischen Konstruktionsprinzip ebenso fest, wie er ein wohltuend asymmetrisches Raum- und Gleichgewichtsempfinden hat und eine kontinuierliche Tiefengliederung, über die schon Paul Klee nachdachte, verfolgt. Unten im Bild ist die Festigkeit, nach oben kommt das Schweben und die Leichtigkeit. Die Farbe sitzt nicht bräsig auf dem Papier, sie liegt oft wie ein duftiger Hauch darüber. In der Tiefe des stillen Blaus scheint sich der Betrachter zu verlieren oder zu finden, ganz wie seine momentane Psyche es ihm vorgibt. Meditative Ausstrahlung entsteht durch harte Akzentsetzung und Mut zur unendlichen Weite, meist im Blau hervorgezaubert. Blau ist nicht nur eine Farbe. Ein Schelm, wer jetzt denkt, naja, auch ein Zustand. Genau, von da hinten haben wir es gehört. Nein, das meine ich jetzt nicht. Blau ist ein ganzes Gefühlsspektrum. Blau ist farbgewordene Ruhe. Blau ist Sicherheit. Zum Beispiel auch Gebotsschilder im Straßenverkehr sind blau. Wir sprechen vom blauen Planeten, von der blauen Stunde. Blau ist auch die Farbe der Macht als Königsblau und die Farbe der Mutter Gottes. Blau steht für seelische Tiefe, für Frieden. Blau weitet, Blau schafft Abstand. Und je tiefer das Blau wird, desto tiefer ruft es den Menschen in das Unendliche. So Wassily Kandinsky. Blau signalisiert höchste Vergeistigung und Spiritualität. Für Yves Klein war der Himmel das größte monochrome Gemälde. Kandinsky schwärmt vom Übersinnlichen dieser Farbe. Franz Marc schuf seine blauen Pferde mit der Bemerkung, Blau ist die einzige Farbe, bei der ich mich wohlfühle. Pablo Picasso hatte seine blaue Periode der Melancholie. Jan Vermeer setzte Blau zur Modellierung von Schatten und Lichtspiegelungen ein. Karl-Heinz Köhler hat, wie all diese Maler vor ihm, zu seinen Farben und eben auch zum Blau eine ganz spezielle Beziehung entwickelt. Sein Hellblau ist frisch und luftig, leicht und rein. Sein Dunkelblau, das sprichwörtliche Köhlerblau, zieht magisch und geheimnisvoll in die Tiefe hinein. Mit diesem Blau sucht Karl-Heinz Köhler, um mit Novalis und seiner blauen Blume zu sprechen, im Endlichen das Unendliche. Er studiert nicht nur die Landschaft, sondern ihre sphärische Ausstrahlung. Die Bilder von meist klarer, üppiger Farbigkeit üben einen geradezu suggestiven Sog aus. Die hier in der Galerie ausgestellten Aquarelle dokumentieren in etwa 30 Jahre Malergeschichte. Die Baumflüchter von 1987, in noblem, lichten Grau gehalten, sind hier die ältesten. Und dann geht es bis zum Jahr 2014 vorwärts. Karl-Heinz Köhler ist diszipliniert und hat sich handwerkliches Können erarbeitet. Aus der akademisch geprägten Sicht auf eine Bildkomposition tritt er auf neue Wege heraus. Die Hauptstraße, immer im Blick, lässt er sich treiben, gibt seinem Empfindungsreichtum Raum. Er arbeitet mit Pinsel, Spachtel,
mit dem Daumen, mit dem Papiertaschentuch und wenn es um Ölbilder geht, natürlich auch mit Collagen, mit Schlacke, mit Plastetüten, mit Farbtuben bis hin zum Notenpapier. Nichts, was zur perfekten Kommunikation im Bild beiträgt, ist ihm fremd. Er spielt mit sich, seinem Sujet und seinem Können, aber immer ehrlich. Irgendwelche oberflächlichen Attitüden eines Enfant terrible liegen ihm völlig fern. Der Betrachter wird ernst genommen und nicht veralbert, wie heute so oft, wenn Handwerk durch Klamauk ersetzt wird. Bescheiden ist Karl-Heinz Köhler nur auf den ersten Blick, auf den zweiten nicht mehr. Sein Anspruch an sich und an seine Umwelt ist groß. Was nur ansatzweise als Anbiederung angesehen werden könnte, lehnt er ab. Karl-Heinz Köhler ist ein Freigeist mit eigener poetischer Inspiration und mit unverkennbar eigenem malerischen Duktus, mit unverwechselbarer Einmaligkeit in seinem Schaffen. Mit diesem Händelwort, man muss lernen, was zu lernen ist und dann seinen eigenen Weg gehen, hält es auch Karl-Heinz Köhler. Er malt frei und großzügig, er lässt sich nicht im Kleinteiligen verschleißen. Aus Berufsgründen müsste er viele Jahre als Kartograf ganz akribisch kleinteilig arbeiten und als Lithograf hat er das natürlich auch von der Pike auf gelernt. Er kann das also, er will das aber nicht. Durch rhythmische Strichführung entgeht er jeder Monotonie und jeder Statik. Der Augenblick in seiner Bewegung, oder sollte es besser heißen, der bewegte Augenblick, wird eingefangen. In den hier ausgestellten Bildern zur Natur wachsen gebundene Statik, feste Strukturen, Stämme, Steine, Flussläufe als von der Natur geschaffene Architektur in den Raum hinein. Durch diese Form der Abstraktion, des Bauens und Komponierens erwächst dem Betrachter eine weit größere ästhetische Dimension, als es ein Abbild der Realität je könnte. Auch Bilder müssen sich wie Architektur, wie Gebäude in ihrer Umgebung verankern. Sie müssen ganz einfach dazu passen, so wie ein Gebäude in seinen Kulturkreis passen sollte. Hier in diesen großzügigen Galerieräumen, lichtdurchflutet und sich immer wieder öffnend, eben auch zur Natur hin, werden die Bilder von Karl-Heinz Köhler in schöner Hängung adäquat präsentiert. Viel Arbeit bis zur Eröffnung und somit ein herzliches Dankeschön den Galeristen Annette und Thomas Zackelmeier und Martin und Anna Luise als deren Kinder, die alle mitgeholfen haben. Danke. Gestalten zart und mild. Doch der Wald